Hallöchen und willkommen zu Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, dem absolut weirdesten und vielleicht einem der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Resident Evil Spiel aller Zeiten. Ich bin sehr gespannt drauf, beziehungsweise habe ich es tatsächlich schon mal kurz gespielt vor vielen, vielen Jahren, aber jetzt schauen wir uns erstmal die absolut großartige Intro-Cutscene an. Und dann rede ich weiter und erkläre mehr Hintergrundinformationen. Genauso, wie wir es damals in Code Veronica erlebt haben, noch vor kurzem, ne? Eine exakte Abbildung der Ereignisse aus Code Veronica. Oh, Stealth-Zombie von hinten, Claire! Nein! Puh, Glück gehabt. Ich dachte schon, das war's. Ich dachte, Claire wäre erledigt. Aber das Stealth-Zombie hatte keine Chance gegen sie. Oder der, von mir aus, der Stealth-Zombie. Ja. Ich finde, das geht genauso. Das Zombie passt. Warum denn auch nicht? Na gut, Leute. Resident Evil Survivor 2 Code Veronica ist der direkte Nachfolger, wenn man so will, von Resident Evil... Jetzt habe ich den Namen vergessen, ich habe es gerade noch gesagt. Gun Survivor ist, glaube ich, der japanische Name, ne? Survivor, genau, von Resident Evil Survivor, um Gottes Willen. Gun Survivor ist der japanische Name. Hierbei handelt es sich jetzt um Gun Survivor 2, Code Veronica. Und der dritte Teil ist dann witzigerweise ein Dino Crisis Spiel. Und der vierte ist dann wieder ein Resident Evil Spiel. Also es ist eine eigene vierteilige Reihe Gun Survivor. Wir haben jetzt den zweiten Teil. Und ich fand ja Gun Survivor 1, das haben wir gespielt schon, also Resident Evil Survivor 1, fand ich gar nicht so schlecht hier mit unserem Ark Thompson und so weiter und so fort. Das war schon alles irgendwie in Ordnung für PlayStation 1 Verhältnisse. Es war sehr kurz und es war definitiv kein gutes Resident Evil. Aber hey, so ein netter kleiner Shooter, den kann man schon mal mitnehmen. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an, denn mit Code Veronica sind wir durch. Und das ist chronologisch das nächste Spiel, das erschienen ist nach Code Veronica. Gun Survivor Code Veronica. Na gut. Es gibt hier einen Arcade-Modus und einen Dungeon-Modus und einen Ranked-Modus. Wir machen mal den Arcade-Modus, würde ich sagen. Schätze ich mal. Ich gucke mal noch in die Optionen. Ich habe es die Woche leider nicht geschafft und das tut mir auch echt leid, dass ich streame am Dienstag. Das finde ich selber nicht cool, aber es ging einfach echt nicht. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich statt einem Ersatzstream oder irgendwas einfach jetzt sehr viele Let's Plays machen werde. Sehr viele Let's Plays, auch schon mal in Vorbereitung auf den kleinen Urlaub, den ich mir nehmen möchte Mitte Februar. Habe ich jetzt noch einen Monat gut, um vorzuproduzieren. Damit auch Let's Plays online gehen, während ich dann mir eine Auszeit nehme. Aber genau, jetzt Gun Survivor 2, Code Veronica Survivor 2, je nachdem, welchem Wurm, ob man in Japan oder im Westen geboren ist. Und wir schalten jetzt mal den Arcade-Modus. Ich bin mir nicht sicher, was der Unterschied zwischen dem Dungeon und dem Arcade-Modus ist, ehrlich gesagt. Okay, spielen wir mit Claire oder mit Steve? Wir spielen natürlich mit Claire. Sie ist da erst 19? Seriously? Ich dachte, sie ist älter. Verrückt. Okay. Ich dachte irgendwie, die ist Mitte 20. Ist das Kanon, dass die erst 19 ist? In Resident Evil 2 dann auch logischerweise? Das kann schon sein. Okay, Prison. Let's go. Diddledim. Wir laufen dahin, holen uns den Schlüssel und laufen zum... Ich hab's verstanden. Let's go. Claire kommt aus dem Keller. You don't look like a monster. And you're looking for them. Okay, let's go. Ich weiß nicht, wie man schießt. Ich hab's rausgefunden.
weiß nicht, wie ich meine Figur drehen kann. Das ist ein bisschen doof. Hä? Warte mal. Was ist denn jetzt los? Ah, ich drehe meine Figur mit den Schultertasten. Wollt ihr mich verarschen? Ja, okay, gut. Steve. Ich drehe meine Figur mit den Schultertasten. Was zur Hölle ist denn da los? Okay, ich muss mich echt erst an die Steuerung gewöhnen. Aber wir sollten uns schon langsam beeilen, weil Nemesis kommt gleich. In 2 Minuten. Wie wir das kennen. Genau wie im Hauptspiel. Es ist wirklich cool, wie die das 1:1 im Grunde adaptiert haben in dem First-Person-Shooter hier. Nice. Oh, das ist ja mal nett. Wisst ihr noch, wie Claire auf dem Friedhof die AK gefunden hat und damit gegen Nemesis gekämpft hat? In Code Veronica, das war schon ziemlich cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, die Steuerung, was zur Hölle ist denn da los? Es gab schon First-Person-Shooter zu der Zeit, als das Spiel rauskam. Das ist keine Entschuldigung, dass das Spiel alt ist. Da muss ich jetzt dann wirklich, da gucke ich, nach der Mission gucke ich mal schnell. Ich weiß nämlich gerade nicht das genaue Release-Jahr und ich will es mal vergleichen mit zum Beispiel Turok 1 oder sowas. Ne, Turok 1 hat ja Konsolenshooter schon ziemlich, revolutioniert ist immer so viel gesagt, ne, aber halt modernisiert oder auf der Konsole gut spielbar gemacht. Oh oh, Nemesis kommt in 50 Sekunden. Wir müssen uns beeilen. Oh Gott. Kann man auch laufen irgendwie? Im ersten Teil konnte man auch sprinten. Wenn, dann habe ich es nicht gefunden. Oh oh. What happened? What's that? It doesn't look so easy to me. Here it comes. Warte mal, wir haben doch eine AK, aber ich kann irgendwie Waffen nicht mehr wechseln. Okay, jetzt haben wir sie wieder. Achtung, ich drehe mich um. Ist alles nicht so leicht. Dann wird die weggeballert. Oh nein, Steve ist down. Und jetzt sind wir dran. Yes. Tot ist sie, die Spinne, die extra aus der Antarktis hierher gereist ist, um hier auf dem Gefängnishof gegen Claire und ich vergesse immer Steves Namen. Ich wollte Billy zu ihm sagen. Ich weiß nicht, wie ich auf Billy komme. Wahrscheinlich wegen Resident Evil Zero. Okay, das war ja mal... Das war ja mal was. Oh Gott, was ist dieses Spiel, ey. So, jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken, dass ich euch ein bisschen Hintergrundinformation geben kann. Ich hoffe, man kann pausieren in dem Spiel. Ja, man kann pausieren. Achtung! Resident Evil Survivor 2. Okay, jetzt passt auf. Resident Evil Survivor 2 mit der absolut weirden Steuerung, das bei IMDb eine Wertung von 3,9 von 10 bekommen hat. Wow, das ist schlecht. Ich gehe mal auf den Wikipedia-Artikel, dass wir ein paar interessante Hintergrundinformationen haben. Erschienen ist es in Japan im Original... Als Arcade, okay. Als Arcade im Juli 2001. Auf der PlayStation 2 im November 2001. Jetzt lasst mich mal schnell gucken.
Alter. Alter, das ist von 2001 und Turok, das erste Turok, ist einfach 97 erschienen. Das heißt, es gab schon gute, funktionierende Shooter auf der Konsole seit 4 Jahren. 4 Jahre bevor das Spiel erschienen ist, gab es schon gute Shooter auf Konsole mit Controllersteuerung. Keine Entschuldigung. Okay, let's go. Sag mal, ist Steve jetzt eigentlich wirklich tot? Warum gehen die Kamera immer so blöd nach unten? Ich check's überhaupt nicht. Ich laufe jetzt einfach mal durch hier. Wir haben nicht so viel Zeit. Nemesis kommt. Wie sind die auf die Idee gekommen, dass in Code Veronica Nemesis einem verfolgt? Da war ein Hund in der Kiste. Da war einfach ein Hund in der Kiste. Oh Gott, oh Gott. Da war noch ein Hund in der Kiste. Moment mal, ich habe gerade rausgefunden, dass die Waffe einen Dreifachschuss hat. Wenn ich kurz gedrückt halte, ne? Okay. Ich glaube, das sind optionale Räume, aber ich glaube, wir haben keine Zeit für optionale Räume. Wir müssen jetzt, let's go, holen wir den Schlüssel. Nemesis kommt. Von Raccoon City zu Fuß durch den Ozean latscht er gerade. Auch das Schießen fühlt sich so wack an, Leute. Ihr müsstet den Controller in der Hand haben. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, wie schlecht sich das anfühlt. Ohne Witz. Das ist so verzögert alles und quasi der Zeitpunkt, wann ich schießen kann, nachdem ich so einen Dreifachschuss gemacht habe. Es fühlt sich alles schrecklich an. Und dann dreht man sich mit den Schultertasten und wechselt die Waffe mit den... Also, nee, das ist... Dafür gibt es einfach keine Entschuldigung. Ich bin schockiert. Vor allem, weil Gun Survivor 1 so viel besser funktioniert hat. Was ist passiert? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Gun... Oh, shit. Oh, jetzt sterben wir, glaube ich. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, ein bisschen Heilung immerhin. Schnell. Schlüssel nehmen und dann hauen wir ab hier. Nix wie raus hier. Los, scheiß auf den zweiten da. Wir müssen abhauen. Wirklich, der Vorgänger auf der PlayStation 1 hat so viel besser funktioniert wie das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist eine Unverschämtheit einfach. Ich weiß auch nicht, was die Kamera da soll. Wir sind tot. Aha, wir haben Continuous. Wir haben eine Pumpgun seit wann? Ist eh wurscht, weil irgendwie funktioniert die Steuerung nicht. Wir müssen, glaube ich, erst einen Schlüssel finden oder so. Guck mal, auch die Map wird... Die Minimap ist irgendwie falsch. Die Türen sind woanders, wie sie auf der Minimap eingezeichnet sind. Also, kann mir keiner erzählen, dass das Spiel nicht irgendwie innerhalb von 5 Minuten schnell zusammengeschustert wurde. Ohne Witz. Das tut weh. Das tut weh, das Spiel. Wo ich den ersten ja noch ganz amüsant fand, ne? Ist der schmerzhaft. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das ist nicht schön. Das ist unangenehm. Wahrscheinlich haben echte Menschen damals 2001 in Europa 2002 haben wirklich Geld dafür ausgegeben, weißt du? Die haben sich gefreut auf ein Resident Evil und dann haben sie das bekommen. Das ist nicht lustig. Er ist nicht schön. Oh Gott. Ey, wenn ihr das Spiel, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie, weiß ich nicht, Kinder, 10, 12 und freut euch, oder 14 oder was weiß ich was, und freut euch auf Weihnachten auf das große, tolle, neue Resident Evil Spiel, das ihr bekommt, und dann kriegt ihr von euren Eltern aus Versehen statt Code Veronica bekommt ihr Survivor 2 Code Veronica. Oh Gott, oh Gott. Wetten, dass es passiert. Wetten, dass es in der Geschichte der Menschheit passiert, dass versehentlich
Survivor 2 Code Veronica statt Code Veronica gekauft wurde und dass das die größte Enttäuschung ever war? Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber irgendwie ist bei meinem Nachbarn gerade ein Riesentraktor. Ein Riesentraktor. Ich weiß nicht, was der da macht. Aber der ist laut. Okay, Claire, wir werden sterben. Weil wir finden, ich habe eigentlich den Schlüssel, aber wir können da irgendwie nicht reingehen. Wir brauchen erst noch was anderes. Oder das Spiel war weird. Ich versuch's mal nochmal. Ja, das Spiel war weird. Wir hätten es schon die ganze Zeit beenden können. Danke, Spiel. Du bist mal wieder großartig. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Und da kommt er. Man kennt ihn aus dem Spiel. Soweit habe ich es schon mal gespielt, tatsächlich. Den Riesenhunter, ne? Den 5 Meter großen, giftigen Riesenhunter. Das ist auch deswegen ein bisschen lustig, weil Hunter sind ja eigentlich wirklich so ganz kleine Kreaturen. Die sind ja wirklich nur so hüfthoch. Oh Gott, Steve ist tot und der Hunter strafe zu viel und die Steuerung ist einfach aus der Hölle. Guckt euch den an. Was für ein Arsch. Was für ein Cheater. So, nein, dammit, wo ist er? Man kann auch nichts. Das Spiel ist so scheiße. Das Spiel ist so scheiße. Ich würde gern sagen, es ist so scheiße, dass es schon wieder gut ist. Aber es ist einfach nur scheiße. Oh Gott. Also bis jetzt in unserer Resident Evil Historie, die wir vom ersten Teil bis zu dem jetzt gespielt haben, mittlerweile schon viele Jahre auch, ne? Ist das mit Abstand das Schlechteste. mit Abstand bis jetzt. Unglaublich. Ich meine, ne, wir haben noch einiges vor uns, muss man fairerweise sagen. Was haben wir denn bis jetzt durchgespielt? Den ersten Teil, den zweiten Teil, den dritten Teil, Survivor Code Veronica. Abgesehen von Survivor, alles großartige Spiele. Und wie gesagt, hey, Survivor ist in Ordnung. Aber andererseits sehe ich gerade, dass Survivor im Jahr 2000 erschienen ist. Ich hätte das früher einsortiert, vom Gefühl her. Das ist ja schon wieder in einer Zeit entwickelt worden, in der wir eigentlich schon lange gute, funktionierende First-Person-Shooter auf Konsole hatten. Also dann war Survivor doch auch nicht so gut. Muss ich das nochmal zurücknehmen, glaube ich. Naja, okay. Oh Gott, die Steuerung. Steve, willst du eigentlich noch irgendwie was machen oder so? Willst du auch mitmachen? Steht er mit verschränkten Armen und lässt sich beißen. Was zur Hölle? Ja, komm. Let's go. Nein, das ist echt irre. Das ist echt irre. Die Kamera auch dauernd, ne? Die will mir quasi anzeigen, dass hinter mir Gegner sind. Ich verstehe das jetzt schon. Dann geht die in so eine komische Top-Down-Perspektive. Aber ich verstehe halt einfach nicht, was das bringen soll. Und das war gerade auch echt nett. Oh! Habt ihr gesehen, wie die aufstehen? Oh mein Gott, alles an dem Spiel ist so schlecht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann es. Ich kann nicht mehr. Die Fernkotz-Zombies. Wer kennt die nicht? So, ja genau, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Was ist das für ein Symbol da auf der Map eigentlich? Heißt das, da ist irgendwie Munition oder irgendwas? Sah komisch aus. Habe ich hier auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall die Spinne. Steve, mach doch was. Danke. Ach, das soll eine Treppe darstellen, das Symbol, glaube ich, oder? Aber kann man doch hochgehen? Ja. Will ich aber gar nicht. Zumindest noch nicht. Das ist halt wirklich die billigste Verarbeitung von Code Veronica, die sie hätten machen können, ne? Man nimmt einfach die Modelle und die Maps aus dem Spiel und macht einen echt schlechten Shooter draus.
Ich meine, weißt du, das ist ursprünglich als Arcade-Spiel erschienen, meinetwegen. Vielleicht ist es in der Arcade besser, da hat es wahrscheinlich einen Lightgun-Controller. Wahrscheinlich macht die weirde Steuerung Sinn. Auch auf der PlayStation konnte man das ja mit Lightgun spielen. Ich spiele es jetzt mit Controller. Muss man fairerweise alles dazu sagen. Aber ich glaube, auch mit Lightgun ist es nicht gut. Ich glaube, mit Controller ist es aber eine also, ich glaube nicht nur, ich kann euch sagen, mit Controller ist es wirklich eine Katastrophe. Aber ich glaube auch mit Lightgun, ne? Es wird jetzt nicht der beste Lightgun-Shooter gewesen sein, der jemals erschienen ist, glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was? Hat das gerade ungefähr überhaupt nichts geheilt? Also ein bisschen. Ich kann jetzt vielleicht wieder einmal von einem Zombie gebissen werden. Oh, ist das gemein. Nope. 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 Wir sind raus hier. Steve, let's go. Oh, ein Hunter unten, Stretchy. Aha, und der hatte auch den Schlüssel, Gemeinheit. Okay. Boah, wie sollen wir... Ich hab keine Ahnung, wie wir da jetzt hinkommen. Ich glaube, jetzt müssen wir die Treppe hochgehen wahrscheinlich. Und dann sehen wir es hoffentlich auf der Minimap. Oh, das hätte ich jetzt schon gerne. Magnum! Geben wir uns auf für den Boss hier. Für Nemesis. Weißt du, allein die Tatsache, dass die Nemesis eingebaut haben, zeigt mir, dass die entweder echt kein Bock oder kein Interesse oder keine Ahnung hatten, die das Spiel gemacht haben. Vielleicht war es halt einfach nur so, ja, aber wir könnten natürlich schon den Tyrant-Boss nehmen, den es in dem Spiel wirklich gibt als Stalker, aber wie wär's denn, wenn wir Nemesis nehmen, weil der ist viel berühmter. Und dann hat irgendjemand bei Capcom gesagt, gute Idee, nehmt Nemesis und baut den in Code Veronica ein. Genial. Ich weiß wirklich nicht, was das alles soll hier. Hey, es tut mir mein aufrichtiges Beileid an alle, die das damals besessen haben. Oh, haben die hier etwa einen... Die haben wirklich einfach... Ich verstehe jetzt. Jetzt verstehe ich es noch mehr. Das war gerade ein Drain Deimos. Ich dachte erst, das wäre ein Dingsy gewesen. Ich dachte erst, das wäre ein... eine Chimera gewesen. Aber das war ein Drain Deimos. Das bedeutet... Hinter dir, Steve! Das bedeutet, die haben wahrscheinlich einfach wirklich Assets aus Code Veronica und Resident Evil 3 benutzt und benutzen können. Also wahrscheinlich ist das irgendwie alles mit der gleichen Engine oder was weiß ich was. Und deswegen haben die eben jetzt hier auch den Chimera-Gegner eingebaut. Oder Brainsucker. Ich bringe die beiden immer durcheinander. Nicht Chimera oder Brainsucker, sondern, Drain Deimos und Brainsucker bringe ich immer durcheinander. Einer von beiden war's. Und... Oh Gott, oh Gott. It says 25 minutes. Was? Auf der Schreibmaschine steht 25 Minuten. Warum gibt es solche Räume hier? Das verstehe ich nicht. Ich wollte jetzt mal in so einen optionalen Raum gehen und dann würde ich einfach nur von ganz vielen Zombies angekotzt. Und da ist aber kein Loot, weißt du? Wenn da jetzt irgendwas Cooles drin gewesen wäre, würde ich ja gar nichts sagen, aber... Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen übrigens, um Gottes Willen. Ich glaube, Nemesis kommt. Gibt's irgendwie eine Karte? Nee, gibt's auch nicht. Ich geh mal da lang. Was? Und dann spring einfach. Also wirklich. Das Spiel lädt quasi noch. Und aus der Ladezeit raus habe ich schon einen Hund im Gesicht. Um Gottes Willen. Was ist das hier?
Das war jetzt aber wortwörtlich letzte Sekunde. Wortwörtlich letzte Sekunde. So, ich bin gespannt, wer der nächste Boss ist. What the? Oh oh, Nosferatu. Ach, und? Ja, natürlich. Nosferatu hat ja... Ach, man kann immer nur eine Waffe haben und ich hatte die Magnum quasi. Oder was? Das Spiel ist so schlecht. Das Spiel ist einfach alles, was man falsch machen kann an so einem Shooter. Ich hab gelesen, dass es mit Lightgun sehr viel besser sein soll. Wirklich, habe ich in Reddit-Post auch gesehen und so, okay, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es besser ist als mit Controller, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es sehr viel besser ist. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind komplett Game Over, oder? Wir haben keine Continues mehr. Boah, Hardcore. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt quasi der Arcade-Modus war, wo es um Highscore und so weiter geht. Ja, von mir speichern wir. Und im Dungeon-Modus, schätze ich mal, haben wir dann vielleicht kein Zeitlimit oder unendlich Continues oder so. Den werden wir uns jetzt auf jeden Fall anschauen, aber heute nicht mehr. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Und dann schauen wir uns vielleicht auch noch den Secret Report an, den wir freigeschaltet haben. Das Spiel ist übrigens Kanon. Mehr oder weniger, basically. Für alle, die es nicht wissen, will ich das Ende nicht verraten. Aber das wird noch lustig. Na schön, Leute. Dann vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.